Kein Witz, sondern todernst. So wie die alte Utting in Sendling ohne Meer und Hafen ist, hat der Humor in München kein Zuhause. Zumindest gebäudetechnisch. Noch nicht. Denn diese Burschen vom Unterstützerkreis für ein Forum Humor und komische Kunst wollen diesen Missstand ändern. Mit Eckhard von Hirschhausen kommt jetzt die medizinische Komponente mit ins Boot. Humor ist die Fähigkeit, seine Perspektive zu wechseln und deswegen extrem wichtig für die seelische Gesundheit. Mit meiner Stiftung Humor auf Teilen untersuche ich das seit 10 Jahren. Wir machen das auch ganz praktisch. Wir bringen Clowns in Krankenhäuser. Wir pflegen die Pflegekräfte nach Kräften, um das, was man heute Resilienz nennt, nämlich seelische Widerstandsfähigkeit, zu trainieren. Und da spielt Humor eine ganz große Rolle. Also es gibt den schönen Satz, Humor beginnt da, wo der Spaß aufhört. Lachen ist die beste Medizin, meint von Hirschhausen und bringt Peter Geimanns Projekt Die Mensch auf Vordermann. Karikatur, die auch im Forum eine Ecke finden könnte. Man lässt so die Schranke locker, man öffnet sich mehr, man ist nicht mehr so kontrolliert und dabei entstehen manchmal etwas skurrile Sachen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ach Gott, wie schlimm, ein alter Mann, der nicht mehr alles unter Kontrolle hat. Man kann aber auch gemeinsam darüber lachen und das war so der Ansatz. Nur ein Bereich der humoresken Schätze in München, die hier in der ehemaligen Viehmarktbank, die bereits seit rund 20 Jahren leer steht, ein Zuhause finden sollen. Ein Ort für Ausstellungen und Veranstaltungen, eine Akademie der komischen Kunst oder eine Vermittlungsagentur. All das und noch viel mehr soll hier rein. Die CSU ist sehr für unser Projekt. Die finden das gut. Es ist ja auch ein starkes soziales und gesundheitspolitisches Projekt. Auch politisch spielt es natürlich eine Rolle. Aber die SPD ringt noch mit sich. 14 Millionen Euro würde die Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes kosten. 3 Millionen das Forum, dessen Verein schon 1 Million gesammelt hat. Traurig aber wahr, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Es ist halt so, dass wenn man darüber nachdenkt, über Humor, und man denkt, wer hat einen, wer hat einen nicht, gibt es einen Humorbesitzer oder hat einer seinen Humor verloren und warum? Je mehr man halt darüber nachgrübelt, umso größer und umso weitflächiger ist das Thema. Das Thema ist sehr weit. Es gibt ja Thema wie Liebe, ist auch sehr weit, wie viele 100.000 Bücher sind über Liebe geschrieben worden und wie viel ist über Humor gesagt worden oder wie viel Humor findet statt, ohne dass er registriert ist, ohne dass er einem auffällt. Es gibt ja Leute, die sagen, ach so, da hätte ich lachen sollen. Wäre vielleicht gut gewesen, vielleicht hätte er sich erleichtert. Versteht, Humor ist erlernbar, fast für jeden. Im Auto kann man wunderbar so eine rote Nase im Handschuhfach haben, wenn man im Stau steht. Man kann am Stau nichts ändern, außer seine Haltung. Nase aufsetzen, Anfänger gucken rechts und links, Profis gucken stur geradeaus und stellen sich nur vor, wie blöd die anderen gucken. Das funktioniert. Herzlichen Dank.